Ja, verehrte Tai, liebe Brüder, liebe Schwester, heute werden wir die Praxis der Erdberührung kennenlernen. Diese Praxis der Erdberührung lässt uns zur Erde zurückkehren, zu unseren Wurzeln. Lässt uns erkennen, dass wir nicht allein, sondern verbunden sind mit einem ganzen Strom spiritueller und leiblichen Vorfahren. Wir sind ihre Fortführung und werden uns mit ihnen in zukünftige Generationen fortsetzen. Wir berühren die Erde und lassen damit die Vorstellungen los, dass wir abgetrennt und vereisen sind. Und wir erinnern uns daran, dass wir Erde sind und Teil des Lebens. Wenn wir die Erde berühren, werden wir klein, bescheiden und demütig, einfach wie ein Kind. Und wenn wir die Erde berühren, werden wir so leicht groß wie ein anderer Baum, der seine Wurzeln tief in die Erde getrieben hat und aus der Quelle allen Wassers trinkt. Und wenn wir die Erde berühren, atmen wir die Stärke und die Stabilität der Erde ein und atmen unser Leiden aus. Wir atmen unseren Gefühlen der Wut, des Hasses, der Ängste, des Ungenügendseins und der Trauer aus. Und es gibt dann drei wesentliche Merkmale in dem Buddhismus. Der erste Merkmal ist die Vergänglichkeit. Und um die Wahrheit über die Vergänglichkeit zu praktizieren, die Training ist die Achtsamkeitsübungen. Durch die Achtsamkeitsübungen sind wir uns bewusst, dass alle Phänomene in dem Leben, in der Welt, sind vergänglich. Und dieses zweite Merkmal von Buddhismus ist das Nichtsein, das Intersein, das Verwobensein aller Erscheinungsformen, das Intersein. Ja. Wir sind mit allem verbunden, wir sind nicht abgetrennt von den anderen. Und das dritte Merkmal ist Nirvana, die vollkommene Befreiung, das Erlöschen von allen Anhaftungen. Und die Praxis der Erdberührung hilft uns, dieses zweite Merkmal, das Nichtsein, zu verstehen und zu verwirklichen. Es gibt keine unabhängige Existenz, kein Nichtsein, keine selbstständige Selbst. Und die Erdberührung ist die zentrale Übung zum Verstehen des Nichtsein. Sie hilft uns in einer sehr konkreten Ebene, diesen Begriff des Nichtsein zu verstehen. Und so dass das Nichtsein ist nicht nur ein Begriff zu verstehen, sondern eine Realität. Die Erdberührung hilft uns aus dem Leiden durch die Gefühle des Alleinseins, des Getrenntseins. Sie hilft uns, die vielen Wunden in uns zu berühren und uns zu heilen. Manche Wunden stammen aus der Kindheit oder aus unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Oft werden sie über früheren Generationen weitergegeben, auf uns übertragen. Und diese Wunde, Verletzungen geben wir auch in irgendeiner Form weiter an den anderen, an unsere nächste Generationen. Die Erdberührung ist eine Übung, die uns den Weg eröffnet, glücklich und in Freude zu leben und uns nicht als abgetrennt kleines Selbst zu fühlen. Denn wenn wir glauben, wir sind ein unabhängiges Selbst, dann sind wir einsam und isoliert. Das ist gerade ein großes Problem
in unser modernes Leben. Wenn wir sagen, ich bin ein unabhängiges Sams, dann heißt das, dass ich bin ein Baum, aber ich habe keine Wurzel. Ein Baum ohne Wurzel sind sofort bei dem kleinen Sturm umfallen. Und viele Leute haben Schwierigkeit, das Nicht-Sams zu verstehen und zu akzeptieren. Und sie denken, ich habe ein ganzes bisheriges Leben eigentlich so zugebracht, dieses Sams aufzubauen. Ich habe alle möglichen Ausbildungen gemacht, alle möglichen Zeugnisse, viele Mühe hinter mir gebracht. Soll ich das alles über Bord werfen? Weil nichts selbst gibt. Denn wenn wir verstehen, dass wir ein Teil von einer ganzen Menschheit sind, dann haben wir Wurzel, die sehr tief gehen. Die Stürme im Leben können uns nicht sehr erschüttern. Und ich möchte euch dann einladen, in dieser Weihheit des Nicht-Sams zu kontemplieren. Und dazu ist es gut, dass wir jetzt eine kleine Meditation machen. Und wir kommen zurück zu unserem Körper. Wir schließen die Augen. Und wir kommen zurück zu unserem Atem. Wir atmen ein paar Atemzüge tief ein und aus. Einatmend weiß ich, dass es kein eigenständiges, abgetrenntes Selbst gibt. Alles, was existiert, jede Erscheinungsform ist abhängig von allem anderen, was existiert. Ausatmend erkenne ich, dass es uns nur gibt, weil es unsere Mutter und unseren Vater gab und diese wiederum, weil es unsere Großeltern und eine nahezu endlose Reihe von Vorfahren aus anfangslosen Zeiten gab. Einatmend wissen wir, wir sind meist sehr auf unsere Unabhängigkeit und unsere Individualität bedacht und mal sehr stolz darauf sind. Ausatmen wissen wir, dass das dazu führt, dass wir uns immer mehr von anderen abkapseln, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Dieses Abkapseln, das ursprünglich als Strategie gedacht war, mehr Glück zu erfahren, kann zu großem Leiden führen, zu Gefühlen der Isolation und Einsamkeit. Einatmen wissen wir, wenn wir auf einer tiefen Ebene nicht oder kaum in Beziehung zu anderen Menschen, Tieren oder Pflanzen stehen, wenn wir uns nicht von anderen berühren lassen und nicht bereit sind, andere zu berühren, können wir leidvolle Gefühle über die Sinnlosigkeit unseres Daseins erfahren. Ausatmen wissen wir,
Wir müssen die Verbindung, den Kontakt zu unseren Blutsverwandten, Vorfahren, unseren Enten, unseren Großenten und so weiter und unseren spirituellen Vorfahren und auch zu den Vorfahren unseres Landes suchen und immer wieder vertiefen. Einatmend sehen wir, dass wir kein kleiner, isolierter Tropfen Wasser, sondern Teil eines großen Stromes von Wesen sind, der seit unendlichen Zeiten fließt und auch noch sehr lange fließen wird. Ausatmend fühlen wir uns großartig und zuleicht geborgen und gewinnen das Verständnis von Leerheit. Wir verstehen die Leerheit aller Erscheinungsformen und die Vergänglichkeit aller Erscheinungsformen. Es ist keine Theorie, sondern eine Realität. Einatmend sehen wir, dass wir aus lauter Elementen und Energien bestehen, die uns von unseren Vorfahren übertragen wurden. Wir haben viele wunderbare Energien und wir haben auch etliche schwierige Energien mitbekommen. Ausatmend, wir anerkennen die heilsamen Energien von unseren Vorfahren und wir fordern diese Energien in uns. Wir wollen die unheilsamen Energien unseren Vorfahren transformieren. Vielleicht war unsere Mutter oder unser Vater mitfühlend, liebevoll, bescheiden und großzügig. Diese wunderbaren Eigenschaften wollen wir anerkennen, wertschätzen und in uns fördern. Vielleicht die Art und Weise des Denkens, Sprechens und Handelns unserer Vorfahren, uns selbst und anderen Leiden bringt. Diese schwierigen Eigenschaften sollen wir transformieren. Vielleicht kritisierte Mutter oder Vater uns sehr oft und gebrauchte herabsetzende Worte. Oder sie demütigen uns durch körperliche Gewalt oder sogar durch sexuellen Missbrauch. Wir können uns darin üben, uns selbst mit vollem Mitgefühl zu umarmen, um allmählich den Schmerz dieser Wunden in uns zu lindern. Auch unsere spirituellen Vorfahren haben uns ihre guten Auch unsere spirituellen Vorfahren haben uns ihren guten und weniger guten Energie übertragen. Der Pfarrer, unser Heimatdorf, unsere Religion, Lehrer, Lehrerinnen, sie alle sind vielleicht gutmütige, mitfühlende Menschen, aber auch unsere spirituellen Vorfahren waren oft nicht vollkommen und manche von ihnen haben sogar tiefe Wunden in uns verursacht, wie unsere blutsverwandten Vorfahren.
wir denken auch an die Vorfahren unseres Landes, alle die Menschen, die viel Sorgfalt und Mühe aufgebracht haben, die schwer arbeiten müssten, die die ganze Infrastruktur mit Schulen, Straßen und Krankenhäusern, die Gesetzgebung, Sozialversicherung und Kultur aufbauen. Aber wir sehen auch die Grausamkeit, Rachsucht und Gewalttätigkeit unserer Landesvorfahren. Wenn wir uns dieser schwierigen Energien unserer Vorfahren in uns bewusst werden und wenn wir bereit sind, sie zu transformieren, brauchen wir weniger Angst davor zu haben, dass uns diese Energien dominieren und wir bewusst oder unbewusst weitergeben. Wir können dann die vielen wunderbaren Energien aller unserer Vorfahren, spirituellen Vorfahren, Blutsvorfahren, Landesvorfahren in uns erkennen und sie schätzen lernen und unsere Bereitschaft stärken, diese Samen in uns zu entwickeln und weiterzugeben. Aber auch die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, können wir als unsere Vorfahren begreifen. Jede Karotte, Nudel, jedes Gemüse, Obst, Tofu, alles, was wir essen und trinken, lässt uns am Leben bleiben. Genauso wie die Elemente der Erde, des Wassers, der Luft, der Sonne und des Mondes, die an der Entstehung dieser Nahrungsmittel beteiligt sind. Alles trägt dazu bei, dass wir leben. Ohne diese Energien gibt es uns nicht. Einatmend erinnere ich mich an die unzähligen Elemente, die ich heute mit meiner Nahrung zu mir genommen habe. Haferflocken, Obst, Gemüse, Nudeln, Reis und so weiter. Ausatmend bedanke ich mich bei all diesen Energien und lächle ihnen zu. Einatmend erinnere ich mich an alle die Energien, die diese Nahrungsmittel hervorgebracht haben. Erde, Wasser, Luft, Sonne, Landarbeiter, Arbeiterinnen, Verkäufer, Verkäuferinnen. Ausatmend bedanke ich mich bei all diesen Energien und lächeln ihnen zu. Einatmend spüre ich die Festigkeit der Erde unter mir. Ausatmend fühle ich mich verbunden mit allen Wesen, die mit mir in diesem Augenblick auf dieser Erde leben und lächle ihnen zu. Jung.
Das ist die Vorstellung über die Erdberührung. Und jetzt kommen wir zu der Praxis. Wir wissen, dass wir Menschen, wir sind wie Bäume. Und die Bäume können nur wachsen, wenn sie Sonne haben, wenn sie Wurzeln haben. Und ohne Wurzel können die Bäume nicht wachsen. Wir Menschen sind genauso. Wir haben auch Wurzel. Und eine der wichtigsten Wurzel, die wichtigste Wurzel von uns, sind das unsere leiblichen Vorfahren, unseren Eltern, unsere Großeltern. Und sie sind diese starke Wurzel. Wenn wir aus Ungeschicklichkeit, aus Unachtsamkeit in der Vergangenheit diese Wurzeln vergläst haben, wir haben uns von unseren Eltern getrennt und wir sind von unseren Eltern vergläst, oder wir haben unseren Eltern, unseren Vorfahren vergläst, dann möchten wir sehr wichtig, dass wir die Versöhnung mit ihnen wieder herbeiführen, damit wir diese Wurzeln wieder retten können. Und diese zweite wichtigste Wurzel ist unser spirituellen Vorfahren. Und das geht nicht nur von unseren Religion, von Buddha, von Jesus Christus, sondern das geht auch für alle Menschen, die uns auf diesen spirituellen Pfad gebracht haben. Unsere Religion, Lehrer, Lehrerinnen, unsere Pfarrer, unsere Mönche und Nonnen in den Pagode, im Kloster, in der Kirche. Aber es sind auch unsere Brüder und Schwestern in der spirituellen Gemeinschaft, unseren Freunde, Freundinnen, die uns dann begleiten auf dieser spirituellen Fahrt. Alle gelten als unser spirituelle Vorfahren. Und dann gibt es noch eine andere Wurzel, diese Wurzeln der Landesvorfahren. Das sind die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Die Straßen, die Schule, diese Infrastruktur aufgebaut haben. Das sind alle diese Wurzeln. Und andere Wurzeln, die auch noch sehr wichtig sind, das sind unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Kollegen. Und wenn wir Freudenkreis haben, das stärken uns auch. Wenn wir einen guten Freudenkreis haben, das stärken wir aus. Und das sollen wir auch binden, stärken und bekräftigen. Und heute möchten wir diesen Praxis der Erdberührung vorstellen. Und es gibt dann die Form, wie wir das praktizieren. Diese Praxis der Erdberührung gibt es nicht nur in dem Buddhismus, sondern auch in anderen Religionen. Wir berühren die Erde. Wir kommen zu unserer Mutter Erde zurück. Denn von da aus sind wir geboren. Und wenn wir zurück zur Mutter Erde kommen, haben wir das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, der Stabilität. Und so berühren wir die Erde, um diese Energie zu berühren. Und gleichzeitig, wenn wir die Erde berühren, geben wir alle unsere Leiden, alle unsere Schwierigkeiten, alle unsere Negativenergien ab. Wir geben alle, was wir nicht mögen, an die Erde ab. Und die Erde haben dann die Fähigkeit, alles zu transformieren, was wir leiden, was wir nicht an uns mögen, was wir vergessen, unseren Wunden. Und die Erde wird dann das alles transformieren in Blumen. Blumen des Mitgefühls, Blumen
der des Verstehens in uns, und die Erde wird dann auch alle unsere Wunden transformieren. Und wenn wir aufstehen, sind wir wieder eine neue Person. Wir haben die gute Energie der Erde in uns und wir haben die Frische in uns und wir haben das Leiden gelassen, wir stehen wieder frisch auf, wir sind wieder neu geboren. Und jetzt möchten wir mit euch die Erdeberührung praktizieren. Wir werden dann einen Text lesen und dieser Text ist nur ein Muster. Aber wenn ihr zu Hause praktiziert, dann schreibt ihr dann euren eigenen Text, das passt zu eurer Situation. Und was wir jetzt vorlesen, das ist nur ein Muster. Wir können auch am Anfang mit diesem Muster praktizieren, aber später, wenn wir schon diese Praxis kennen, können wir unseren eigenen Text schreiben. Das passt zu unserer Situation. Ja, wir danken. Wir zeigen euch jetzt die Form von der Erdberührung. Zuerst stehen wir aufrecht, so wie ein Baum. Unseren Kopf richten nach oben wie ein Baumgipfel mit allen Ästen. Wir richten nach oben und bekommen die Energie von der Sonne, von dem Universum. Und mit unseren Füßen, wie unseren Wurzeln, die Füße greifen tief in die Erde und nehmen die Energie der Erde. Wir stehen aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Dann fanden wir die Hände zusammen, wie ein Lotusblüte, und wir sagen, mit allem meinem Herzen, mit allem meinem Geist, wir bringen die Hände nach oben zu unserem Stirn und mit meinem ganzen Körper berühre ich die Erde. Wir berühren die Erde zuerst mit unseren Händen und dann mit unseren Knie und dann zuletzt mit unseren Füßen, mit unseren Stirn. Und wir sagen, das ist die 5 Berührungsstelle. Die ersten 2 Berührungsstellen sind unsere Hände, unsere beiden Knie und die 5. Berührungsstelle ist unser Stirn. Und wir sitzen so, dass es unbequem ist, dass wir so nah wie möglich an der Erde sind. Und dann, wir geben mit beiden Händen, wir geben mit unseren beiden Händen nach unten, mit Handinnenfleck nach unten, um alle unsere negativen Energie, die wir nicht mögen, an die Erde zu geben. Alle unseren Wunden, unsere Verletzungen, alle unseren Negativemotionen geben wir auf die Erde ab. Und dann drehen wir die Handfläche, und um zu zeigen, wir haben nichts zu verstecken. Wir sind ganz offen. Alle unsere Stärke, das ist auch nicht unsere eigene Stärke. Alle unsere guten Qualitäten, das haben wir auch nur bekommen von unseren Vorfahren, leiblichen Vorfahren, spirituellen Vorfahren und von unserer Umgebung. Und auch alle schlechten Eigenschaften brauchen wir auch keine Komplex zu haben. Das haben wir auch übertragen bekommen von anderen. Und so sind wir frei. Wir geben alles, zeigen alles, unsere Stärke, unsere Schwäche und haben keinen Gefühl der Komplex von Überheblichkeit, von Minderwertigkeit, Komplex, sowie keine Komplex von Leichtheit, Komplex. Ja. Und dann in dieser Stellung wird dann ein Text vorgelesen und wir kontemplieren über diesen Text. Und am Ende stehen wir wieder auf. Ja, und wir stehen wieder auf. Wir drehen die Handfläche. Und wir stützen mit den Händen wieder hoch. Und wir stehen auf. Ja.
Und ich möchte euch dann die ein paar Formen geben, falls wir nicht so liegen können, falls wir so liegen und den Bauch drück auf die Oberschenkel, dann können wir so öffnen. Wir müssen nicht die beiden Füße zusammen, wir können etwas weiter auseinander. Und dann, wenn wir nach unten gehen, der Bauch sind zwischen zwei Oberschenkeln und das drückt nicht so sehr. Und wir können lange auf der Erde bleiben. Und anderen Form ist das die lange Form wie die Tibeten. Und wir machen jetzt die Tibetenform, ja? Und wir sagen wieder, mit all meinem Herzen, mit all meinem Geist berühre ich die Erde. Und wir landen auf die Erde mit unserer ganzen Länge. Wir liegen auf der Erde. Und wenn wir nicht atmen können, dann können wir die Hände so stützen. Und dann legen wir die Stirn auf die Hände, damit wir atmen können. Ja, oder wir können auch zur Seite. Hauptsächlich, es ist uns bequem, damit wir lange liegen können. Und jetzt stehen wir wieder auf. Das sind die Formen. Und jetzt praktizieren wir. Danke. Zunächst stehen wir aufrecht, sind in Berührung mit unserem Atem. Und wir haben die Hände vor der Brust zu einer Lotusblüte geformt. Und jetzt genießen wir drei Klänge der Glocke. Einatmend beruhige ich mich, ausatmend entspanne ich mich. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Ich bringe meine Aufmerksamkeit zu meiner Blutsfamilie, meiner genetischen Familie. Und ich denke an meinen Vater. Vater, ich sehe diesen jungen Mann so dynamisch, so intelligent lebendig in meinem ganzen Körper. Ich fühle deine Vitalität in meinem ganzen Körper. Dein klarer Verstand ist auch in mir. Ich bin die Fortführung dieses Verstandes. Ich fühle in dir das große Bedürfnis, etwas Herausragendes zu tun, nicht nur für deine Familie. Du möchtest etwas Gutes tun für die ganze Gesellschaft, für die ganze Nation. Auch wenn du nicht viel erreicht hast, spüre ich dieses Bedürfnis in mir, das auch in mir noch so lebendig ist. Ich werde dein Bedürfnis fortfahren, Vater. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr an die guten, wunderbaren Eigenschaften von eurem Vater denkt.
Und jetzt lade ich euch ein, an die guten Eigenschaften von eurer Mutter, an die wunderbaren Eigenschaften von eurer Mutter zu denken. Mutter, ich sehe diese junge Frau, so frisch, so liebevoll, so wunderschön. Ich kann die Frische deiner Haut auf meiner Haut fühlen. Ich sehe deinen liebevollen Blick, wie du uns Kinder angeschaut hast, wie du deinen Mann angeschaut hast, so voller Liebe und Fürsorge. Diese große Liebe in dir hast du mit deinen strahlenden Augen ausgedrückt. Ich fühle, dass diese große Liebe auch in mir ist, in meinem ganzen Wesen lebendig ist. Wir denken jetzt an die Güte, an die wunderbaren Eigenschaften von unserer Mutter. Und jetzt möchte ich euch einladen, an euren Großeltern zu denken. An den Großvater, an die Großmutter. Alle die wunderbaren Eigenschaften von unseren Großeltern. Alle meine Großeltern, mein Vater, meine Mutter, alle sind lebendig in mir mit all diesen wunderbaren Qualitäten. Und wir berühren jetzt die Erde. Ich sehe meine Wurzel in meiner Mutter, meinem Vater, meiner Großmutter, meinem Großvater und in allen meinen Vorfahren. Ich weiß, dass ich nur die Weiterführung dieser Ahnenreihe bin. Bitte übertragt mir eure Kraft, stärkt und bewahrt sie. Ich weiß, dass überall, wo Kinder und Enkelkinder sind, auch Vorfahren sind. Ich weiß, dass Eltern ihre Kinder und Enkelkinder lieben und unterstützen, selbst wenn sie aufgrund ihrer eigenen Schwierigkeiten nicht immer den besten Ausdruck für ihre Liebe finden. Ich erkenne, dass meine Vorfahren versucht haben, ein Leben zu führen, das auf Dankbarkeit, Freude, Vertrauen, Achtung und liebevollem Anteilnahmen beruhte. Als Nachkommen dieser Vorfahren verneige ich mich tief und erlaube ihnen, ihre Energie mich durchfluten. Ich erkenne, dass meine Vorfahren versucht haben, ein Leben zu fühlen, das auf Dankbarkeit, Freude, Vertrauen, Achtung und liebevollen Anteilnahme beruhte. Als Nachkommen dieser Vorfahren verneige ich mich tief und erlaube ihre Energie, mich zu durchfluten. Ich bitte meine Vorfahren um Unterstützung, Schutz und Kraft.
Und ich lasse alles los. Ich gebe mich hin, um mit der Erde eins zu werden. So kann ich akzeptieren, was die Erde gibt, alles, was erscheint. Die Erde ist so reich und so tief. Die Erde wird alle die negativen Verhaltensweisen meines Vaters aufnehmen. Dinge, unter denen ich sehr gelitten habe. Und wir denken jetzt an die schwierigen Eigenschaften unseres Vaters. Vater, die Art, die du mich verurteilt hast, war so hart. Deine sarkastischen Worte haben mich so sehr verletzt. Ich habe sehr unter dir gelitten. Die Erde nimmt alle diese schlechten Dinge von dir auf. Ich übergebe der Erde dein erkanntes Gesicht, Vater, Großvater. Wenn du nicht zufrieden warst, hast du die Familie mit eiskalten Augen betrachtet. Ich übergebe der Erde alle diese negativen Verhaltensweisen, die uns haben leiden lassen. Und wir denken jetzt an die schwierigen Eigenschaften von unserer Mutter. Mutter, deine Verzweiflung, deine ständigen Beschwerden, dass wir dich nicht genug lieben oder dass wir so egoistisch sind. Du hast uns alle sehr leiden lassen. Ich übergebe der Erde deine ungerechte Behandlung, Mutter. Ich will versuchen, dass ich meine Liebsten nicht auf die gleiche Weise leiden lasse. Die Erde wird alle diese negativen Verhaltensweisen aufnehmen. Meines Vaters, meine Mutter, meine Großeltern, meine Großvaters, meine Großmutter, meine Tante, meines Onkels, alle diese unschönen Dinge von euch. Die Erde wird sie alle transformieren in Blumen des Verstehens. Diese Blumen des Verstehens werden in meinem Herzen sein und ganz langsam die Situation verändern. Wir stehen auf. Đứng thẳng dậy. Hai tay chắp lại. Einatmend beruhige ich mich. Ausatmend entspanne ich mich. Ich bin jetzt eine ganz neue Person. Ich habe alle meine Unruhe, Angst, Furcht, Krankheit und Wut los. Die Erde hat alle meine Negativenergie aufgenommen. Die Erde hat das, was für mich schmerzvoll und schwer anzunehmen ist, verwandelt. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Ich versuche, meine erste Wurzeln zu heilen, die Wurzeln meiner Blutsfamilie. Wie wunderbar, dass an die negativen Verhaltensweisen meiner Familie der Erde übergeben wurden. Ich spüre, dass in diesem Körper zahllose junge Frauen und Männer meiner Blutsfamilie lebendig sind. Ich habe kein eigenständiges Selbst. Mein Selbst beinhaltet
des wunderbaren Sehens meiner Mutter, meines Vaters, meiner Großeltern, aller der Vorfahren meiner Blutsfamilie. Ich werde mich nie einsam fühlen, denn wenn ich tiefer schaue, sehe ich euch alle lebendig in diesem Körper. Mit dem nächsten Glocke verneigen wir uns vor unseren spirituellen Vorfahren. Dankbar verneige ich mich vor allen Generationen meiner spirituellen Familie. Ich erkenne in mir meinen Lehrer, denjenigen, der mir den Weg der Liebe und des Verstehens gezeigt hat, den Weg, achtsam zu atmen, zu lächeln, zu vergeben und ganz im Hier und Jetzt zu leben. Ich erkenne durch meine Lehrerin, meine Lehrer, alle Lehrer, die zu meiner Entwicklung beigetragen haben. Alle spirituellen Lehrer über vielen Generationen hinweg, alle Buddhas, Bodhisattvas, Buddha Shakyamuni, der vor mehr als 2500 Jahren meine spirituelle Familie begründet hat. Meine Lehre gehen aber nicht nur auf den Buddha zurück, sondern auch auf die Propheten, Jesus Christus und auf die Lehre der spirituellen Tradition, der meine Vorfahren vor dem Christentum angehörten. Die Energie aller Generationen spiritueller Vorfahren hat mich erfasst und sorgt für Frieden, Freude, Verständnis und liebevolle Güte in mir. Und ich weiß, dass die Energie der spirituellen Lehre die Welt tiefreifen verwandelt hat. Ohne den Buddha und alle spirituellen Vorfahren würde ich nichts von den Übungen wissen, durch die ich Frieden, Freude und Glück in mein Leben und in das Leben meiner Familie und in der Gesellschaft bringen kann. Ich öffne mein Herz und meinen Körper, um die Kraft des Verstehens und der liebevollen Güte der erwachten Lehre zu empfangen, sowie ihren Schutz. Ich bin die Fortsetzung des erwachten Lehrers, der Lehren, der Wahrheit und der Gemeinschaft der Übenden. Ich bitte alle meine spirituellen Vorfahren, mir ihre unerschöpfliche Quelle von Energie, Frieden, Stabilität, Verständnis und Liebe zu übertragen. Ich will mich darin üben, das Leiden in mir und in der Welt zu verwandeln. Und ich werde die Kraft meiner spirituellen Familie an zukünftige Generationen von Übenden weitergeben. Wir stehen auf. Einatmend fühle ich mich so friedlich, ausatmend entspanne ich mich. Ich werde jetzt mich verbinden mit meiner
Landesvorfahren, meine Wurzel, meine Landesvorfahren. Wir berühren die Erde. Dankbar verneige ich mich vor diesem Land und alle Vorfahren, die es bewohnbar machten. Ich sehe, dass ich ganz bin, geschützt und genährt von diesem Land und alle Lebewesen, die hier gelebt haben und mit aller ihrer Sorgfalt das Leben für mich hier möglich und leicht machten. Ich sehe alle, die Bekannten und Unbekannten, die mit ihren verschiedenen Begabungen, ihrer Ausdauer und Liebe dieses Land zu einem Ort gemacht haben, an dem Menschen verschiedenen Ursprungs jetzt leben können. Ich sehe alle, die so schwer arbeiteten, um Schulen, Krankenhäuser, Brücken und Straßen zu bauen, die Menschenwürde schützten, Wissenschaft und Technik entwickelten und für Freiheit und soziale Gerechtigkeit kämpften. Ich fühle mich eins mit meinen Vorfahren, die dieses Land schon lang bewohnten. Ich sehe die Vorfahren, die in Frieden und Eintracht mit der Natur zu leben verstanden und die Wände, Berge, Tiere, Pflanzen und Mineralien dieses Landes bewahrten. Ich spüre, wie die Kraft dieses Landes meinen Körper und meinen Geist durchflutet, mich stützt und annimmt. Ich verspreche, diese Kraft zu pflegen und zu erhalten und sie an kommende Generationen weiterzugeben. Ich verspreche, meinen Teil beizutragen, um Gewalt, Hass und Täuschung, die noch tief im kollektiven Bewusstsein dieser Gesellschaft sitzen, zu verwandeln, damit künftige Generationen friedlicher und in großer Sicherheit und Freude leben können. Ich bitte dieses Land um seinen Schutz und seine Unterstützung. Wir stehen auf. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Ich fühle die Energie der Stabilität und Angstlosigkeit in mir. Ich fühle die Freude am Leben zu sein. Und ich sende diese Energie, diese positive Energie an alle, die ich liebe. Alle die ganze wunderbare Energie, die ich durch die Erdberührung angesammelt habe, möchte ich zuerst an das kleine Kind in mir, an mein Innerkind übertragen, weil es da viele Verletzungen hatte und dieses kleine Kind Heilung braucht. Ich spüre den Nektar der liebenden Güte und das Mitgefühl in mir. Und alle die Kraft, die ich erhalten habe, möchte ich jetzt an meine Mutter, an meinen Vater, alle, die ich liebe und allen, die meinetwegen litten und sich sorgten, weitergeben. Ich weiß,
dass ich in meinem Alltagsleben nicht achtsam genug gewesen bin. Ich weiß auch, dass die, die mich lieben, mit ihren eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Sie haben darunter gelitten, dass sie nicht das Glück hatten, in einem Umfeld zu leben, das sie zu ihrer vollen Entwicklung ermutigte. Ich lasse meine Energie meiner Mutter fließen und meinem Vater, meinen Geschwistern, meinen Freunden, meinen Partner, meinen Partnerin, meinen Kindern, damit ihr Kummer Linderung findet und sie lächeln können und die Freude des Lebens spüren. Ich möchte, dass sie alle glücklich und gesund sind. Ich weiß, dass auch ich glücklich bin, wenn sie es sind. Ich empfinde gegenüber keinem von ihnen mehr irgendwelchen Ärger. Ich bitte darum, dass alle Vorfahren meiner Blutsfamilie und meiner spirituellen Familie ihre Energien auf jeden von ihnen richten, um sie alle zu schützen. Ich weiß, dass ich nicht von ihnen getrennt bin. Ich bin eins mit allen, die ich liebe. Wir stehen auf. Ich stehe aufrecht wie ein Baum, gut verwachsen in der Erde. Mit der nächsten Erdberührung verbinden uns mit allen Wesen, alle Arten. Ich berühre die Erde und ich fühle mich mit allen Wesen, allen Arten verbunden. Wenke jetzt mit mir in diesem Universum leben. Ich bin eins mit der wunderbaren Struktur des Lebens, die in alle Richtungen ausstrahlt. Ich sehe den engen Zusammenhang zwischen mir und anderen und wie wir unser Glück und unser Leid miteinander teilen. Ich sehe, dass ich eins bin mit großartigen Lebewesen, die man überall finden kann. Diese Wesen sind ein Teil von mir. Sie sind fähig, ohne Angst, die Formen von Geburt, Tod, Glück und Leiden zu betrachten. Durch sie berühre ich die Angstlosigkeit in mir selbst. Auch habe ich den Seelenfrieden, das Verständnis und die Liebe dieser großartigen Lebewesen in mir. Sie sind in der Lage, mit dem Wunderbaren, dem Nährenden und Heilenden in Kontakt zu kommen. Und ich bin es auch. Sie umfassen die Welt mit liebenden Herzen und fürsorglichen Taten, und ich tue das auch. Genau wie ihnen sind mir Frieden, Freude und Freiheit zu eigen, und ich kann Furchtlosigkeit und Frohsinn an andere Lebewesen weitergeben. Ich sehe mich selbst in den großartigen Wesen, und ich sehe die großartigen Wesen in mir. Das Leiden, mit dem ich konfrontiert werde, ist nicht mein eigenes Leiden. Es ist das Leiden des Kosmos. Ich leide im Tsunami und im Erdbeben. Ich leide in Coronavirus-Krise. Ich leide, wenn die Wände gefähnt werden, wenn ein kleiner Fisch von einem großen Fisch gejagt wird.
fühle ich die Furcht. Mein Angst ist nicht meine eigene Angst, sondern die Angst aller Generationen und aller Arten. Ich sehe mich selbst in alle Arten und alle Arten in mir. Ich bin in tiefem Kontakt mit dem Leiden aller Wesen, sodass die Energie des Mitgefühls in mir aufsteigen und wachsen kann. Ich fühle mich nicht mehr einsam und isoliert, weil ich eins mit allem, was es im Universum ist, was es im Universum gibt. Ich gebe alle Vorstellungen los, dass ich getrennt sei von meinem Mitmenschen, mit allen Lebewesen. Ich lasse alle Ängste, alle Wut los, die ich noch in sie in mir spüren. Wir stehen auf. Wir stehen aufrecht wie ein Baum, gut verwurzelt in der Erde. Und wir folgen unseren Atem. Und mit der letzten Erdberührung löse ich mich von der Vorstellung, dass ich dieser Körper bin und dass mein Lebenszeit begrenzt ist. Ich berühre die Erde. Löse ich mich von der Vorstellung, ich sei dieser Körper und meine Lebenszeit sei begrenzt. Ich sehe, dass dieser Körper, der von der Erde, dem Wasser, der Luft und dem Feuer gebunden wurde, nicht wirklich ich ist und dass ich durch diesen Körper nicht begrenzt bin. Ich bin Teil eines Lebensstroms spiritueller und leiblicher Vorfahren, der seit Jahrtausenden in die Gegenwart geflossen ist und der jahrtausendlang in die Zukunft fließen wird. Ich bin eins mit meinen Vorfahren. Ich bin eins mit allen Menschen und allen Arten. Ob sie nun friedlich und furchtlos sind oder leiden, unängstlich. In diesem Moment bin ich überall auf diesem Planeten gegenwärtig. Ich bin auch in der Vergangenheit und in der Zukunft gegenwärtig. Das Erfahren dieses Körpers berührt mich nicht, genauso wie das Fallen der Pflaumenblüten nicht das Ende des Pflaumenbaums bedeutet. Ich sehe mich als eine Welle auf dem Ozean. Meine Natur ist das Meereswasser. Ich sehe mich in allen anderen Wellen und sehe alle anderen Wellen in mir. Das Entstehen und Vergehen der Gestalt der Welle tangiert der Ozean nicht. Mein Dharma-Körper und mein spirituelles Leben unterliegen weder Geburt noch Tod. Ich sehe meine Existenz vor der Entstehung meines Körpers und nach der Auflösung meines Körpers. Sogar in diesem Augenblick sehe ich, wie ich außer in diesem Körper auch noch woanders existiere. 70 oder 80 Jahre sind nicht meine Lebenszeit. Meine Lebenszeit ist
wie die eines Blattes oder eines Buddhas, unbegrenzt. Ich habe die Vorstellung überwunden, ich sei ein Körper, der in Raum und Zeit von allen anderen Lebensformen getrennt ist. Wir stehen auf. Wir stehen auf und fanden die Hände zusammen. Mögen alle Wesen friedvoll, glücklich und leicht sein im Körper und Geist. Mögen alle Wesen frei sein von Wut, Verstrickungen, Furcht und Ängstlichkeit. Mögen wir lernen, uns selbst mit den Augen der Liebe und des Verstehens anzuschauen. Mögen wir fähig sein, die Samen der Freude und des Glücks in uns zu erkennen und zu berühren. Dankeschön, Brüder und Schwestern. Dankeschön, Freunde und Freundinnen. Das ist das Ende der Erdberührung. Dankeschön, Thầy Pháp Ân, Schwester Bingy. Danke, unsere Schwester Thông Dâm und Chứng Nghiêm.